Der Österreicher Oliver Glasner übernimmt ab Sommer 2019 den VfL Wolfsburg. Dies verkündete der Verein offiziell in einer Pressemitteilung. Der frühere SV Ried-Profi kommt vom österreichischen Erstligisten LASK Linz zu den Wölfen. Wolfsburgs bisheriger Trainer Bruno Labbadia verlässt den Club zum Ende der Saison. Labbadia übernahm im Februar 2018 und bewahrte die Wölfe vor dem Abstieg. In dieser Saison machte der 53-Jährige aus einem Abstiegskandidaten gar einen Europa-League-Aspiranten. Aufgrund von Differenzen mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke wird Labbadias Vertrag aber nicht verlängert. Der neue Trainer Oliver Glasner sammelte unter Roger Schmidt bei RB Salzburg schon Co-Trainer-Erfahrungen und soll nach erfolgreicher Arbeit bei LASK Linz nun ab Sommer beim VfL Wolfsburg der neue starke Mann sein.